Ja, hallo meine Lieben. Wir schauen uns heute mal wieder an, was uns YouTube so schönes vorschlägt zum Thema Aktien kaufen, investieren, traden, Börse. Und da fällt mir doch. Ah, diese heißen Aktien kaufen vor dem Durchbruch. Das finde ich doch sehr attraktiv. Dann gehen wir da mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Aktienwert, okay. Oktober 2021, die vor dem Ausbruch stehen. Aktien suchen wir Anleger ja fast alle und natürlich wünscht man sich einen Einstieg und Kauf einer Aktie, bevor diese ihren Höhenflug hinter sich hat. Klar, es gibt natürlich auch immer die beliebten Top-Aktien, die jeder kennt, welche ja fast schon verlässlich auf Jahre gesehen ihre Rendite bringen können, aber manchmal, da reizt es einen ja und man möchte vielleicht auch etwas wagen und eine Aktie finden, die das Potenzial hat, in näherer Zukunft richtig durchzustarten und vielleicht sogar den Kurs zu vervielfachen. Und genau danach haben wir für dich gesucht und solch spannende Titel gefunden. Welche das sind und wie meine Meinung dazu ist, das erfährst du in diesem Video. Also, los geht's. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und in diesem Video zeige ich dir jetzt heiße, heiße Aktien, welche das Potenzial für den ganz großen Renditebringer im Depot haben. Die aber natürlich auch ein hohes Risiko mit sich bringen. Aber so ist das ja meistens an der Börse. Wer viel gewinnen will, der muss auch Verluste in Kauf nehmen können. Von daher mein dringender Hinweis an der Stelle, diese Aktien aus dem Video. Stopp. Muss ich mal kurz kommentieren? Klar, Risiko im Verhältnis zum Return Invest. Da besteht natürlich ein Verhältnis. Sonst wäre es ja irgendwie seltsam. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so, dass Aktien oder Investments, die mehr Risiko haben, auch gleichzeitig mehr Chancen haben. Ja. Dieses Verhältnis ist nicht immer gleichmäßig ausbalanciert. Also gleich mehr Risiko ist gleich mehr Chance und umgekehrt. Es gibt durchaus, würde ich mal sagen, Aktien, wo du sehr guten Chancen hast und das Verhältnis von Chance zu Risiko wesentlich geringer ist als über wiederum anderen Aktien. Also wenn ich jetzt mal vergleiche, eine Amazon, die kann sich locker nochmal verdoppeln. Ja. Das Risiko dabei ist, glaube ich, ja, verhältnismäßig gering, dass du bei der Amazon-Aktie mittellangfristig Geld verlierst. Ja. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch irgendeine Wasserstoffaktie kaufen. Ja. Die kann sich auch locker mal verdoppeln. Aber das Risiko ist vielleicht ein bisschen größer, dass du dein Geld verlierst, ne? Also von daher sehe ich das jetzt nicht so, so ganz stringent ist diese Regel meiner Meinung nach nicht anzusehen. Ja, jetzt mal ganz Pi mal Daumen kommentiert. Sollte man nur als Ergänzung zum eigenen Portfolio kaufen und nur einen geringen Teil seiner Sparsumme dort investieren. Zumindest würde ich es so machen, denn die gleichfolgenden Aktien gehen auch gern mal an einem Tag ein paar Prozentpunkte hoch und vielleicht sogar schon am nächsten auch wieder runter. Also nichts für schwache Nerven und große Summen, aber eben etwas zum Zocken und Spaß haben. Sei gespannt an der Stelle. Vorher der kurze, aber wichtige Dank an jeden Zuschauer und Abonnenten der letzten Woche und die vielen, vielen Daumen nach oben beim letzten Video. Außerdem auch den Dank an meinen persönlichen Lieblingsbroker für die Unterstützung dieses Videos, nämlich Scalable Capital. Mit riesiger ETF- und Aktienauswahl, keiner Mindestorderhöhe mehr, Kryptowährung und Derivate sind dort handelbar und du kannst dein Depot per App, am Smartphone oder am PC verwalten. Überzeuge dich einfach selbst von den Vorteilen über den Link unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß schon mal dabei und jetzt geht es los und wir starten mit dem ersten heißen Eisen. Und das ist ein Unternehmen, welches kein geringeres Ziel hat, als eines der größten Umweltprobleme unserer Erde zu lösen. Es geht um Carbio. Das Französische. Interessant, dass er genau zwei Minuten und 10 Sekunden gebraucht hat, bis er letztendlich tatsächlich beginnt mit dem Video. Ne? Ja. Davor noch Werbung, ja, Einleitung und so. Er ist ein sehr guter Präsentator. Ja, auch die Art und Weise, wie er präsentiert, dass er zum Beispiel steht, nicht so wie ich hier sitzend. Ja. Hat wahrscheinlich irgendwo einen ganzen Raum dafür, für seine Videos.
mit Greenscreen und so. Bringt es sehr gut rüber, rein optisch. Also doch sehr unterschiedlich zu dem, zur Art und Weise, wie ich meine Videos aufnehme. Hat er schon, sagen wir mal, was rein investiert. Von daher auch, dass er hier quasi so einen Werbeblock davor schaltet. Durchaus verständlich. Ich weiß nicht genau, was Scalable, Cuttable, ob die gut sind oder nicht. Und hat eindrücklich vorweg gesagt, dass hier riesigen dabei sind, finde ich auch sehr, sehr gut. Und er hat sogar so eine Casino-Trommel eingeblendet, was ja unterbewusst die Assoziation auslöst, dass Börse konditionell auch was mit Casino haben kann. Ja, zum Beispiel zumindest eine Assoziation zu Casino haben kann. Mit anderen Worten, du wettest auf irgendwas. Kann in die Hose gehen, das ganze Geld ist weg. Kann funktionieren. Und das finde ich einen sehr, sehr ehrlichen Approach. Weil das definitiv so ist. Also je nachdem, was du genau an der Börse machst. Und ich glaube, dieses Scalable Capital, da kann man auch ziemlich viel wetten und zocken. Derivate und so ein Zeug. Also, es gibt natürlich viele Dinge, die mit Amazon, Google und Microsoft Buy and Hold nichts zu tun haben. Ja, also, und das fällt schon eher in die Kategorie, sage ich immer wieder, Casino. Definitiv. Ja. Und das hat er hier bildlich sogar sehr direkt angesprochen und illustriert. Und das finde ich schon mal sehr positiv. Weil er einfach ja, eine gewisse Ehrlichkeit hier in sein Video reinbringt, ja, und Transparenz. Recyclingunternehmen Carbio hat nämlich dem anfallenden Plastikmüll auf unserer Erde, und davon gibt es ja wirklich genug, den Kampf angesagt. Und so befassen sie sich mit einem der wichtigsten Punkte, wenn es um den Schutz unserer Umwelt geht. Das Vermeiden von neuem Plastikmüll und auch der Wiederverwendung des schon vorhandenen Plastiks. Etwa 75% des gesamten Meeresmülls besteht aus Kunststoffen und so landen jedes Jahr 5 bis 12 Millionen Tonnen Plastik schätzungsweise allein in unseren Weltmeeren und bedrohen Hunderttausende von Tierarten und auch den Lebensraum für Menschen. Die Vermeidung von Plastikmüll wäre also ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte und genau diesem soll Carbio nun nach Jahren der Forschungsarbeit ganz aktuell ein großes Stück näher gekommen sein. Mit einem neuen Verwertungsverfahren haben sie es nämlich geschafft, PET-Kunststoffe und Textilien mit Hilfe von Enzymen in ihre Grundbestandteile zu zerlegen, die dann komplett wiederverwendet werden können. Aus den einzelnen Bestandteilen können dann unter anderem wieder neuer Kunststoff hergestellt werden, der dem bisher genutzten Standardkunststoff in nichts nachsteht. Dass das Verfahren wirklich funktioniert, ist schon etwas länger bekannt. Aber nun hat Carbio eine echte Demonstrationsanlage in Betrieb genommen, mit der sich, nach eigenen Angaben, jährlich 40.000 Tonnen PET neu aufbereiten lässt. Natürlich wird diese Anlage nun genau getestet, sollte sich aber wirkliche Marktreife hier erlangen, wäre das Abnehmerpotenzial riesig, wie wir gleich noch an gewissen Aussagen sehen werden. Das Unternehmen schafft es schon jetzt so, die weltweit ersten enzymatisch recycelten PET-Flaschen herzustellen und diese Musterflaschen wurden auch schon in Zusammenarbeit mit einigen großen Herstellern, beispielsweise PepsiCo, Nestle Waters und L'Oreal, erfolgreich getestet. Die Machbarkeit zur Ablösung des alten Kunststoffs hin zum neuen recycelten Kunststoff wurde also schon von wichtigen Big Playern auf dem Markt bestätigt. Okay, halt hier kurz mal halten. Ja gut, Recycling finde ich sehr, sehr gut. Besonders wie wir hier in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wer in welchen Ländern das noch so strikt ist wie hier in Deutschland, zumindest hier auch in Bayern. Recyceln wir ja schon seit Jahren. Ist auch ein großes Business. Also ich kenne einen Unternehmer, der hat sich da mal selbstständig gemacht, wie das anfing mit Plastikrecyceln. Quasi bei uns sind das diese gelben Tonnen. Und da hat er irgendwo so eine kleine Fabrik oder Wiederverwertungsanlage dann gebaut bei uns im Hinterland und der ist da Multimillionär geworden. Nur die Frage ist doch, er hat erwähnt, diese 14 oder 17 Millionen Tonnen im Jahr, die ins Meer gekippt werden. Das ist ja das eigentliche Problem, weil sich dort sozusagen das in Mikroplastik
verwandelt und dann über die Shrimps und über die Fische und über Plankton und so weiter dann in unseren kompletten Lebenskreislauf, also quasi auch in unseren Körper, in unseren menschlichen Körper dann gelangt. Und quasi, das kann man dann gar nicht mehr zurückentwickeln oder so. Das heißt, wenn diese Firma jetzt solche Recycling, etwas besseren Verfahren oder Fabriken baut, ist es doch, die Frage ist doch, die Länder, die ihren Müll einfach ins Meer kippen, also ich würde mal vermuten, den Bildern einiger YouTube-Videos nach zu beurteilen, Indien und so, ne? Also das sind so die größten Dreckschleudern, die es so gibt in Asien, Südostasien und so weiter. Aber auch in anderen Ländern wie Südamerika oder sowas, ja, also das ist echt, oder auf Afrika oder so, ja, die scheißen sich gar nichts. Also googelt da mal ein bisschen rum. Das ist teilweise echt ekelhaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch einige Erfahrungen gemacht mit, sagen wir mal, ein paar Zurgrosten, ja, bayerisch genannt oder Immigranten, wo ich irgendwie bei meinem, ich habe früher immer Fische gefüttert, Forellen, ja, wir haben da so kleine Bächlein bei uns und so, das sind so Bachforellen und ich habe die immer gefüttert jeden Tag, so als Entspannung. Und dann saß da irgendwie so ein syrischer Flüchtling oder sowas. Ich habe ja nichts grundsätzlich gegen irgendwelche Leute, aber und da waren junge Enten drin, ja. Und ich habe die dann auch gefüttert, ne? Also so richtig süße kleine junge Enten. Und der Typ, der redet so mit mir und so, war eigentlich total freundlich und sympathisch. Ja? Wir haben uns so ein bisschen angefreundet, haben uns so unterhalten und er raucht so seine Zigarette. Und irgendwann waren seine Zigaretten waren dann leer und dann hat er die Schachtel. Ja, mit dem Plastik die Zigarettenschachtel einfach in den Bach reingeschmissen, direkt vor die Nase von diesen kleinen Wulwulchens, ja, also diese kleine Entlein-Style, weil, also wie nennt man jetzt junge kleine Enten, ja, Küken oder sowas. Direkt vor die Schnauze vor diesen seine verdammte Zigarettenschachtel. Und dann denke ich mir doch, was genau ist in dem Sinne Erziehung nicht passiert, was hier in unseren Breitengraden, ich würde nie auf den Gedanken kommen, sowas zu tun. Ich würde auch nie auf den Gedanken kommen, meinen Müll ins Gebüsch zu schmeißen oder auf die Wiese oder sonst irgendwo hin. Und schon gar nicht in einem Bach rein. Und schon fünfmal nicht in einen Bach rein, wo lauter kleine junge Enten sind und denen vor die Schnauze das schmeißen. Ja? Also wie krank im Kopf muss ich sein, ja? Dass ich nicht verstehe, dass ich das nicht gehört. Ja? Und da muss ich echt sagen, da bin ich auch meinen Eltern dankbar, dass sie mich so erzogen haben. Also das ist halt einfach auch, für uns ist es einfach Standard. Ja? Also das ist einfach Standard. Das gehört einfach zum Leben wie Scheißen, Essen und Schlafen. Du wirfst deinen Müll nicht in den Bach rein. Ja? Aber das haben halt ganz viele Länder eben nicht verstanden. Und was bringt es, wenn wir uns da daran halten, wir paar Millionen Leute hier in Deutschland oder irgendwo in der Schweiz oder was weiß ich, in Italien oder was weiß ich wo. Wo man sich halt daran hält, ja. Es hat ja nichts mit dem Land zu tun, sondern es hat was mit dem Kopf zu tun, ja. Und es gibt bestimmt auch in Deutschland ein paar Idioten, aber wir machen wahrscheinlich mehr als wie diese anderen Länder. Und das ist halt immer die Sache, ne? Innovation, was Umwelt und Klima, ist ja genau das gleiche in Grün. Umweltschutz, Innovation ist eine Sache, aber du musst die Leute auch dazu bringen, dass sie sich dann daran halten, dass sie das Zeug dann auch wirklich umsetzen. Und die Umsetzung ist immer der härtere Part. Ja? Also das Gleiche gilt für viele andere Bereiche im Leben, wie zum Beispiel Unternehmertum. Ja? Also eine Idee haben, sich selbstständig zu machen, ist relativ easy. Ja? Muss ich einfach nur mal kurz hin, ein bisschen überlegen, ein bisschen meditieren, ein paar Bücher lesen, hast du bestimmt irgendwann eine Idee. Aber dann das Ganze in die Tat umzusetzen, ja? Die Umsetzung tatsächlich in die Realität überzuführen, ja? Das ist eben das Schwierige. Und da würde ich mich an, wenn ich jetzt wieder zurückzukommen zu einem Video und investieren, bei dieser Firma würde ich mir ganz klipp und klar, würde ich mich reinlesen und studieren, bevor ich diese Aktie kaufe. Wie ist diese Firma, was ist deren Plan, deren Innovation, deren verbesserte Methoden etc. etc. auch tatsächlich umzusetzen, so dass es auch flächendeckend Impact hat. Ne? Also nicht einfach nur den einfachen Weg gehen, also zwei Fabriken bauen in Deutschland, da wo sich auch alle dann dran halten und da wo das alles funktioniert, sondern ist es jetzt eine Aktie oder eine Firma, die auch vorhaben, tatsächlich ihr Verfahren
flächendeckend in Indien oder in Pakistan oder wo die ganzen Verschmutzer eben die ganzen Dreckspatzen, die ganzen Dreckfinken und die ganzen Vollidioten eben sind, dort auch einzuführen. Und wenn das mal eine Firma schaffen sollte, ja, wie auch immer das dann funktioniert im Detail, ja, dann hat er natürlich so eine Aktie, will ich natürlich sofort kaufen. Zum einen wegen, allein schon wegen dem Umweltschutz, meinen Beitrag zu leisten und gleichzeitig daran zu partizipieren im Sinne von Kurssteigerungen. Also so eine Aktie, die kann natürlich, die kann sich erstmal unendlich skalieren, ja, weil da ist genug zu tun. Also das ist so mal mein etwas längerfristiges Plädoyer, was solche Umweltaktien und innovativen Firmen betrifft, ne? Wenn man bedenkt, dass weltweit etwa 70 Millionen Tonnen PET-Kunststoff produziert werden jährlich, kann man schon erahnen, wie riesig der Markt für Cabio ist und welches Wachstumspotenzial für Anleger diese Aktie bietet. Außerdem kann das Unternehmen dazu beitragen, dass sehr viele Unternehmen, die ebenfalls in großen Schritten die Umwelt schützen möchten, auch endlich einen Teil ihrer Nachhaltigkeitsziele erreichen können. So sagte beispielsweise Roberto Vannen, der Chief R&D Officer von Suntory Beverage and Food Europe, einem der führenden Getränke- und Lebensmittelunternehmen weltweit, dass die bahnbrechende Technologie von Cabio der Schlüssel sei, dass sie selbst als Konzern ihr eigenes Ziel von 100% nachhaltigem Kunststoff endlich näher gekommen sind. Und auch Ron Kahn, der Global Vice President of Packaging and Beverages von PepsiCo, spricht ebenfalls von einer bahnbrechenden Recycling-Technologie seitens Cabio und dass sie mit Hilfe eben auch hier beitragen können, dass PepsiCo endlich nachhaltiger werden kann. Ein wirklich großes Lob von zwei führenden Managern aus dem Bereich und aus Firmen, die wirklich viel Plastik verbrauchen. Durch das große Interesse Dritter aus der Industrie und auch der Politik, die eigenen Umwelt. Also nochmal hier zu dem Punkt Plastik. Ich empfehle hier wirklich eindringlich, ja. Die Netflix-Serie gibt bereits zwei Staffeln, Dirty Money. Und da gibt es jetzt in der zweiten Staffel eine Sequenz, also wie nennt man das, einen Film, eine Serie, die gehen immer so eine Dreiviertelstunde, du weißt schon, was ich meine, bei Netflix. Wenn du nicht mehr auf Netflix bist, abonnier es einfach. Das kostet irgendwie 11 Euro im Monat oder so. Aber das sind wirklich einige wirklich gute Dokumentationen drin. Also wenn du auch den ganzen anderen Kram und Scheißdreck nicht anschaust, allein dafür lohnt sich das. Und da gibt es zum Beispiel eine chinesische Firma, die hat sich in Texas eingenistet und verpestet dort die Umwelt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also die schütten ihr Plastik einfach so in den Bach rein, ja? Also, oder ins Meer. Die anliegenden Fischereien, die Fische sind alle tot. Also mitten in Texas und die sind geschützt, ja, diese Firma ist geschützt, das ist ein riesiger Konzern, ein chinesischer, weil natürlich von Anfang an diese chinesischen Vorstände dort sich in der Politik, in der texanischen örtlichen Politik dort natürlich über Spenden und ähnliches eingekauft haben. Ja, deswegen sind die so mehr oder weniger unantastbar. Und das sind also nicht nur die Umwelt, sondern auch Mitarbeiter, ja, sind dort schon verunglückt. Einer, glaube ich, sogar gestorben, hat Vergiftungen, der andere. Dann haben die sich sozusagen so Art bürgerwehrartig, haben die sich zusammengeschlossen. Also ich erzähle jetzt so ein bisschen von dieser Netflix-Dokumentation. Haben sich die zusammengeschlossen und dann sind da rechtlich vorgegangen und so weiter. Und dann haben sie sogar andere texanische Bürger sich dann gegen die gewendet, also quasi die Texaner untereinander, ja, weil sie sich in ihrem Job bedroht fühlten und haben die sogar verprügelt und lebensbedroht und mit dem Leben bedroht und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja, doch, man muss so sagen, ausländische chinesische Dreckschleuder von Chemie- und Pharmaindustrie. Ich weiß nicht, wie sie heißen, schau dir das mal selber an. Dass die es geschafft haben, dass die Amerikaner sich gegenseitig sozusagen kloppen, ja? Obwohl sie alle davon betroffen sind und letztendlich ihre Heimat verpestet wird aufs Äußerste, ja? Das kriegst du so schnell nicht wieder aus dem Boden raus, die ganze Kacke, ja? Oder aus den Fischen und die Kinder sind teilweise dort sogar betroffen. Einer sagt zum Beispiel, Zitat, hey, du kannst hier Dreck machen, wie du willst, aber wenn es meine Kinder betrifft, dann ist das ein absolutes No-Go.
Ja, da hört der Spaß komplett auf. Und ich muss ihm echt sagen, recht hat er. Also wenn ich dann in texanischen Ort wäre oder dort aufgewachsen wäre und ich würde mitbekommen, dass da so eine chinesische Pharma-Chemie-Konzern irgendwie Kinder quasi, die noch wirklich für nichts irgendwas können. Ne? Also wir Menschen werden als kleines Baby ins Leben gerufen. Und sind erstmal komplett hilflos, ja. Die ersten paar Jahre, dann langsam fangen wir an, wie wir laufen können, wie wir sprechen können und so weiter. Und wenn Kinder einfach also beeinträchtigt werden, gesundheitlich, ja, unwiderruflich, durch solche Firmen, Dreckschleuder, Plastikhersteller, nur aus Kostengründen, da geht es nur um Profit. Nur um Profit, um nichts anderes. Und der Chinese sagt sowieso, naja, jeder, der davon betroffen ist und jeder Nicht-Chinese, ich glaube, dass sie sogar ihre eigenen Leute drauf scheißen. Man sieht es ja auch mit dieser Corona-Geschichte da, mit dieser ominösen. Aber jeder Nicht-Chinese, der da irgendwie verreckt oder was, das ist uns schon gleich dreimal egal. Ja? Und dieser eine Cowboy, diese Texaner, die da interviewt werden, diese Dokumentation von Netflix, mit diesen großen Texas-Hüten und so, ja, echt super, super Dokumentation. Und der sagte, ja, weil ich einfach verprügelt worden bin, bis aufs Äußerste, von drei Leuten gleichzeitig, ja, von meinen eigenen Leuten letztendlich, von meinen eigenen Nachbarn und so weiter, weil sie sich in ihrem Job bedroht fühlt und so weiter, weil er halt gegen die Firma war. Der läuft nur noch mit Schrotflinte und Colt durch die Gegend, ja. Also egal, wo der hingeht, nur noch Schrotflinte und Colt, immer zu seiner Rechten, ja. Und ich meine, wie abgefuckt und traurig ist das eigentlich, ja. Und ich meine, allerspätestens da hört es doch auf, Leute. Also wirklich, und das sollte man auch viel mehr in diese ganze Aktienszene mit reinbringen. Und ich höre halt immer wieder auch diese ganzen berühmten, sagen wir es mal so in Anführungsstrichen, Kommentatoren, die wohl aufgenommen werden an der Börse, na, und dann ihre Reports geben und so weiter über Aktien, über die Börse, über Trends und diese ganze Aktienszene, die ja auch Fahrt aufgenommen hat, letztendlich auch mit den Pionieren wie Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf und so weiter, Markus Kocher, jeder hat seinen eigenen Kanal und es ist nimmt schon ziemlich Fahrt auf, aber das kommt mir einfach viel zu kurz. Also niemand, ja, redet über diese Profitgier, reine Profitgier basierten, letztendlich Umwelt- und Menschenverbrecher. Ja, also wirklich. Also, das sind Aufsichtsräte, die irgendwo da in China oder irgendwo unantastbar sitzen, die man eigentlich und mit einem Instant, mit einem Fingerschnippen eigentlich beseitigen müsste. Ja, einfach abschaffen müsste. Einfach du. Kommst jetzt irgendwo auf die Strafbank, ja, und hast erstmal gar nichts mehr zu melden. Ja, du kriegst dann jeden Tag dein Becher voller Reis, ja, vielleicht noch. Oder erstmal gar nichts mehr zu futtern, ja. Oder du kriegst irgendwie dein Haferbrei und dann mit ein paar Plastikkügelchen noch mit reingemischt, so als Schokokrossi, ja. Dann kannst du mal zusehen, dass du keinen erwischt, wenn du das Land reinlöffelst in dich, ja. Und also diese Leute, die gehören wirklich, um die gehört sich wirklich gekümmert. Ne? Aber es passiert natürlich nicht, weil Money makes the motherfucker go round. Ja, also Money is everything. Ja, und ja, dann kommt wieder das nächste kommt wieder der irgend so ein Money Coach daher und so weiter und sagt dann wieder, naja, hey, du hast ein Problem mit deinem Mindset. Du schaust irgendwie bei Geld irgendwie auf, es ist so negativ und so. Nee, 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 es hat nichts mit dem Geld zu tun. Geldscheine sind einfach nur ein Stück Papier. Das ist mir schon klar. Aber die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft, ja, jemand Fäden ziehen kann und Dinge, sagen wir mal, ins Spiel bringen kann, rein nur auf Macht und Geld basiert und Profit letztendlich, wirklich de facto hat sich eigentlich wenn wir mal unsere Gesellschaft anschauen und viele sagen, ach, uns geht's ja, wie zum Beispiel ein Philosoph, Dieter David Precht und so weiter, wie die alle heißen. Ja?
Ach, uns geht es ja so viel besser. Und wir hatten noch vor 200 Jahren, ne, hatten wir nur eine Lebenserwartung von 30 Jahren, der Mensch. Ne? Dann sage ich, vielleicht war ja das von der Natur aus grundsätzlich so gewollt, dass der Mensch gar nicht so lange lebt. Ja? Also könnte man ja vermuten. Ja? Also ich meine, was bringt es mir, wenn ich 120 Jahre alt werde? Aber ich kann so schon mit 30, mit Mitte 30 irgendwie habe ich schon Probleme, Kinder zu bekommen. Ne? Dann hat die Natur hat sich doch was dabei gedacht. Ja? Also, ich bin auch Freund von Technologie und ich werde auch gerne alt und es ist alles schön und gut, ja, und lebe gesund und so weiter. Ich freue mich auch, wenn meine Eltern alt und gesund bleiben und so weiter. Aber mal von der Makroebene betrachtet, ja, komplett, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber mal das ganze Ökosystem dem Planeten Erde, so wie wir ihn nennen, Erde, ja, die Natur entscheidet ja auch nicht plötzlich, dass Affen, die sonst immer 20 Jahre im Schnitt geworden sind, alt, jetzt plötzlich 40 Jahre alt werden. Na, dann verschiebt sich ja alles. Hängt ja alles miteinander zusammen. Das ist ja ein richtig komplexes Ökosystem. Und wir Menschen bringen es immer wieder fertig, dieses Ökosystem also wirklich massivst zu disruptieren in einem negativen Sinne, zu vermeintlich unserem sagen wir, Vorteil im Sinne von Wohlstand, Bequemlichkeit und all diese Dinge. Obwohl alles, was wir an Wohlstand heute haben, könnte man auch viel klimafreundlicher und umweltfreundlicher machen. Ja? Könnte man alles, die Ressourcen, die Innovationen, das ist alles da. Du würdest nicht glauben, wie viele Patente verschwunden sind in den letzten Jahrzehnten. Oder aufgekauft und dann verschwinden, wurden dann verschwinden. Also zuerst gekauft und dann verschwinden. Das heißt auch Pharmaindustrie genau das gleiche in Grün. Pharmaindustrie genau das gleiche in Grün, meine Lieben. Ja? Es gab schon so viele Leute, die haben irgendwas herausgefunden, ja, und die mussten ab ins Exil, weil ein Pharmakonzern gesagt hat, hey, wenn der das publiziert, dann verlieren wir Milliarden von Umsätzen. Profit, 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 Profit um jeden Preis. Ja? Und diese Themen, ja, die kommen in dieser ganzen Aktienszene, kommen überhaupt so gut wie nie vor. Ja, da geht es immer nur, oh, die Aktie hat so viel Prozent gemacht und die zahlt die Dividende und das und diesen da und bu und da du, da du. Ja? Und dann gibt es dann die etwas besseren Aktienkanäle, weil die machen dann den Deep Dive, ja, die super tief. Machen die dann Analyse und sind dann etwas besser und so, ne, und bringen dann etwas mehr Mehrwert. Ich weiß nicht, wie Florian Homm oder irgendwie sowas, ja. Aber die allerwenigsten sprechen von diesen nur wenigen Punkten, die ich jetzt hier erwähnt habe. Und es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr, was Humanität betrifft, Umweltschutz, Klimaschutz. Und ich bin jetzt nicht der super Klimagrüne oder was, ja. Aber allein schon ethische Themen, ja, auch dieses ganze Edelmetall. Schaut euch mal die Netflix-Serie Dirty Money an. Ja, da gibt es auch eine Staffel, die heißt Dirty Gold, also schmutziges Gold. Ja. Also da werden Drogengelder gewaschen über illegale Goldraffinerien in Südamerika. Und das Gold fließt dann wieder zurück zu US-Raffinerien. Also die Minen sind illegal in Südamerika, das fließt dann wieder zurück zu legalen Raffinerien in den USA, die keine weiteren Fragen stellen oder so. Ne? Und nicht besonders groß, und wird dort alles dokumentiert. Und die verkaufen das Ganze wieder weiter an wen? Ja, an den US-Staat. Ja, der hat den Auftrag, jedes Klümpchen Gold aus dem Boden zu holen, wie es nur gerade geht. Das heißt, man drückt dann irgendwie auch alle Augen zu und so weiter. Das Ganze ist so ein abgekartetes Spiel. Es ist wirklich ernüchternd, ja, wenn man sich das Ganze mal reinzieht. Also ich empfehle nochmals Netflix. Ich habe hier keinen Affiliate-Link oder sowas. Ja. Hol dir die Plattform. Kannst du dann wieder kündigen? Du kannst auch einfach nur die ganzen Dokumentationen anschauen für 12 Euro, ja, im Monat. Ja, hast einen Monat lang Zeit und dann kannst du es auch wieder kündigen. Ja. Ich glaube, aktuell ist es, glaube ich, 11 oder 12 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Jetzt machen wir mit diesem Video hier weiter.
Ziele nun zu erreichen und dem lobenden Ziel der Plastikmüllbeseitigung hat Cabio eben starken Rückenwind für Expansionsvorhaben. Doch neben dieser wahnsinnig innovativen Recyclingtechnik haben sie es außerdem geschafft, mit Hilfe eines enzymatischen Bio-Abbauverfahrens selbst Einwegkunststoffe kompostierbar zu machen. Also die Kunststoffe, die sonst verbrannt werden müssen oder eben in den Weltmeeren und unserer Umwelt landen und dort hunderte von Jahren vor sich hin verrotten und im schlimmsten Fall auch noch zu Mikroplastik zerfallen. Dies können Sie nun ändern und nutzen dazu ein Enzym, das sonst auf natürliche Weise in Komposthaufen vorkommt und normalerweise die Blattmembran, also die Blatthaut, sage ich mal, von abgestorbenen Pflanzen abbaut. Das nenne ich mal innovativ und diese Technik könnte die gesamte heutige Plastikkreislaufwirtschaft im positiven Sinn auf den Kopf stellen. Schauen wir uns dazu dann auch mal die Kursentwicklung des Recycling-Startups auf längere Sicht an. Und da erkennen wir schon, dass zunächst einmal die Anleger jahrelang gar nicht so wirklich Lust auf Cabio und dessen bahnbrechende Idee hatten. Standen sie Ende 2013 noch bei 12,42 Euro die Aktie, ging es erstmal bergab. Das ist halt immer das. Wenn ich so eine Aktie vorstelle, dann frage ich mich immer, ja, warum hat er mir die Aktie nicht hier vorgestellt, ne? Als sie quasi bei 10 Euro war? Ja, das wäre doch mal was gewesen, ne? 500%. In ungefähr einem halben Jahr. So. Ne? Warum jetzt hier nach dem Rücksetzer? Das ist halt immer das Gleiche. Diese Art von Aktienvorstellungen, wenn zum Beispiel so ein Ding hier ist, ne? Das ist halt so häufig. Ewig ist nichts passiert, dann dieses Ding und jetzt dieser Korrekturrücksetzer und jetzt wird die Aktie vorgestellt. Die Sache ist nur die. Ich habe dann auch schon öfter mal gesagt, oh, super Konzept, krass, okay. Ich habe früher mal Poker gespielt, ne, habe einfach mal so 1.000 Euro oder 3.000 Euro verloren. Ja, also kann ich hier auch mal 1.000 Euro einfach mal wetten. Und habe dann 1.000 Euro hier reingesetzt, ne, und das ist das Ding halt nochmal runtergegangen bis 20 oder sowas. Ne. Und das halten ja dann schon wieder die wenigsten wahrscheinlich aus. Ja. Da musst du schon ganz konkret einen langfristigen Plan oder auch brauchst du schon richtig gute Nerven und auf jeden Fall mit Spielgeld reingehen. Das sagt er selber auch, wo du einfach, sag mal, auch verbrennen kannst oder sag mal, für die gute Sache investierst oder opferst, im schlimmsten Fall komplett, ja. Und das ist halt aber immer wieder das Gleiche, ne? Die Leute wissen halt auch nicht wirklich, wenn es wirklich super interessant ist, hier das ganze Ding zu berichten, sondern eben einfach dann ein Jahr später oder so, ja, wenn sozusagen die erste Horse schon durch ist und viele von solchen jungen spekulativen Aktien, die haben halt so, sagen wir mal, über 30 Jahre, manchmal teilweise 20, 30 Jahre hinweg, wie zum Beispiel eine Ballard Power oder sowas, ja. Die haben dann irgendwie so einen Höcker, ja, und dann wieder 10 oder 20 Jahre nichts. Ja. Dann sacken die wieder runter zum Ursprungspreis und dann passiert wieder 10 oder 20 Jahre nichts. Und dann kann ich natürlich sagen, ja gut, in dem Zeitraum kann ich mir für 1.000 Euro auch 3, 4 Microsoft-Aktien kaufen, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass in 20 Jahren die 1.000 Euro wahrscheinlich 10.000 Euro wert sind, ja. Also von daher ist es natürlich immer mit diesen Vorstellungen und dann diese Charts, ist halt immer wieder, das ist immer so ein Déjà-vu-Effekt, ist da schon, so Geschmäckle ist da schon mit dabei. Aber ich meine, er kann auch, aber er hat auch keine Glaskugel, kann auch nicht. Aber natürlich wäre es halt top, ja, wenn man natürlich das Ding hier irgendwo vorstellen würde und man hätte vielleicht ein paar Infos oder so. Dass man sozusagen davon ausgehen kann, dass das Ding halt nach oben schießt. Ja, also quasi im Trend und nicht, wenn das Ding quasi in der Korrektur sich befindet. Und man befindet sich hier de facto in der Korrektur. Keiner kann hier wissen, wann diese Korrektur zu Ende ist und wie sie enden wird. Und das ist hier halt einfach entscheidend bei sowas und auch unter Umständen sehr gefährlich, dass du eben dann dein Geld verbrennst. Ich habe schon in einem meiner vorigen Videos gesagt, ich habe in letzter Zeit, weil ich ein bisschen mehr Geld übrig hatte, immer mal wieder 500 oder 1.000 Euro in solche Aktien reingesteckt und häufig ist halt dann so, dass du dann quasi über kürzesten Zeitraum eben 50% im Minus bist. Es kann aber natürlich auch sein, dass du auch wieder 100% mit der anderen wiederum im Plus bist. Und das ist halt schon ein bisschen, hat schon was auch mit Casino zu tun und von daher auch eine sehr ehrliche Introduction, also Einleitung, Einführung vor diesem Video. Definitiv hat das was mit Zocken zu tun, ja, also, weil es ist halt die Schwankung hier, 500%, das kann natürlich auch wieder mehr oder weniger komplett in die andere Richtung gehen, ja, und wir wissen ja diese Regel, wenn du 50% verlierst, brauchst du 100%
Anstieg, nur um diese 50% wieder wettzumachen, ja, um wieder auf Break-Even zu sein. Das heißt, runter geht es auch immer schneller wie rauf, in der Regel. Also ist natürlich schon ein bisschen, ja, vorsichtig, mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Und Cabio stand 5 Jahre danach bei nur noch rund 4,60 €. Je weiter allerdings Cabio in seinen Entwicklungen kam und neue Partnerschaften geknüpft wurden, umso besser sah es dann im Folgenden auch für den Kurs aus. Und die Corona-Krise an den Börsen im Jahr 2020 leitete dann die große Rallye ein. In nicht einmal einem Jahr ging es von unter 7 Euro auf über 60 Euro hoch. Doch jede Rallye endet irgendwann. Und in der Mitte des ersten Quartals 2021 war erstmal Schluss für Cabio. Der Kurs büßte wieder ein großes Stück seiner vorherigen Rallye ein und fiel um mehr als 30% in kurzer Zeit von den erwähnten 60 Euro in den Bereich von 40 Euro. Damals kamen die ersten Ängste bezüglich einer in Zukunft veränderten Geldpolitik der Fed auf und auch hinsichtlich einer neuen und steigenden Inflation. Tech-Werte und ganz besonders solche Entwicklungswerte, wie ich sie nenne, wie Cabio, aber auch viele Titel aus dem Bereich erneuerbare Energien und ähnliches gerieten einfach in dieser Zeit stark unter Druck. Es folgte eine kurze und recht heftige Aufwärtsbewegung, wie du im Chart sehen kannst, nach einigen guten Mitteilungen von Cabio. Aber der Markt kassierte diese auch wieder ziemlich schnell ein, machte Gewinnmitnahmen und Verkäufe sorgten dafür, dass der Kurs wieder fiel. Seitdem geht es, wie du sehen kannst, immer mal wieder 10 bis 15% rauf in kurzen Intervallen und dann auch wieder runter. Aktuell stehen wir aber nun an einer wichtigen Stelle und deshalb ist Cabio in dem Video, denn zeichnet man sich mal grob gesehen einen Bereich ein, so ist der jetzige Kurs heute knapp unter dieser Unterstützung. Wären die letzten Tage, in denen es ja in einigen Teilen des Marktes abwärts ging, also nicht gewesen, dann hätte der Kurs das Potenzial gehabt, von den 40 Euro mit einer guten Nachricht mal schnell nach oben zu steigen. Nun kann man sich also als Anleger die Frage stellen, war der letzte Kursrückgang von nochmal knapp 10% also eine lohnenswerte Vergünstigung und stellt der Kurs jetzt gerade Einstiegspotenzial dar? Auch ich weiß das natürlich nicht und würde nie jemandem raten, eine bestimmte Aktie auf jeden Fall direkt zu kaufen. Das wäre unseriös. Aber ein heißes Eisen als Aktie mit riesigem Wachstumspotenzial ist Cabio allemal. Und wer etwas Spielgeld übrig hat und eine solche Aktie sucht und das hohe Risiko auch bei diesem Titel in Kauf nehmen kann, der könnte mit Cabio meiner Meinung nach bei einer erfolgreichen Entwicklung ihrer Verfahren hin zur Massenmarktreife richtig Rendite erzielen in Zukunft. So viel ist, denke ich, klar. Cabio ist eher ein Hop- oder eben Top-Titel. Die Firma verdient aktuell noch kein Geld und macht auch keine echten Umsätze. Aber sie hat einen wirklich riesigen Markt vor sich, den wir und unsere Welt ja brauchen. Es gibt allerdings neben der Entwicklungsfrage der Technik, die sicherlich mit die fundamentalste ist, auch noch ein weiteres kurzfristiges Aber. Und das hinsichtlich der Marktstimmung. So stark Cabio im letzten Jahr von einer positiven Marktstimmung profitieren konnte in ihrer Rallye, genauso stark könnte es die Aktien in den nächsten Monaten auch nochmal nach unten ziehen, wenn sich die aufkommenden Inflationsängste eben nicht mildern lassen. Unternehmen wie Cabio sind abhängig von neuen Geldern und einer guten Investitionsstimmung, um ihre Forschung voranzutreiben. In diesem Stadium erzielen sie aktuell, wie erwähnt, noch Verluste und könnten die Forschung nicht aus eigenen Mitteln eigenständig betreiben. Wird es also schwieriger, neues Geld zu besorgen, so wirkt sich dies auch höchstwahrscheinlich immer unmittelbar auf das Unternehmen und den Kurs aus. Wer aber nun mal etwas zocken will, der kann sich mit etwas Glück in ein paar Jahren vielleicht sogar über an eine erneute Vervielfachung freuen. Das Potenzial hat die Aktie von Cabio, das glaube ich wirklich persönlich und hoffe einfach auch für uns, dass sie ihre Technik auf den Markt bringen können. Und nun von Glauben zu wissen, denn bei der zweiten Aktie, da weiß ich eines ganz genau, sie gehen anders als ihre direkte Konkurrenz einen eigenen Weg und lösen eines der großen Probleme in der Elektromobilität auf ganz spezielle Art und Weise. Vielleicht ahnst du es, ich spreche von NIO und ihrem bisherigen Alleinstellungsmerkmal in der Elektrobranche, nämlich der Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten seine Fahrzeugbatterie des E-Autos einfach austauschen zu lassen und nicht erst lange Ladezeiten zu haben. Doch nicht nur damit sorgen sie für Aufsehen und trumpfen immer mehr auf, nein, NIO hat ein spezielles Konzept und versucht sehr stark ein eigenes Lifestyle-Image rund um die eigene Marke aufzubauen. Das Ganze wird dann auch noch abgerundet von einer selbst laut europäischen Testberichten erstaunlich hohen Verarbeitungs- und Fertigungsqualität, die ja beispielsweise bei Tesla-Fahrzeugen in Europa immer mal wieder gern kritisiert wird. Ein genauerer Blick auf NIO lohnt sich also, denn sie haben die Zutaten, um ein sehr erfolgreicher Autobauer zu werden und dementsprechend auch... Also ganz kurz mein Kommentar zu NIO. Ich würde auch sagen, dass NIO einfach nach wie vor hier so in unseren Breitengraden vielleicht auch den Bekanntheitsgrad nicht hat, den es eigentlich genießen sollte, verdient hätte. Ich glaube, dass NIO einfach grundsätzlich unterschätzt wird im Vergleich zu Tesla und so weiter. Mittlerweile kennt jeder irgendwie Tesla, jeder irgendwie Anleger, der irgendwas mal mit Aktien oder so zu tun hatte oder irgendeinen Kanal verfolgt, weiß, was Tesla ist und so, oder Elon Musk in aller Munde und so weiter.
NIO hat halt nicht diesen Elon Musk, den jeder kennt bei uns im Westen zumindest und so weiter. Und ich glaube, dass da auch viel noch Potenzial drin ist. Also ich habe da auf jeden Fall einen Sparplan und habe da auch schon mal ein paar Aktien einfach so gekauft, um mit dabei zu sein. Sehe das auch so auf jeden Fall. auch dem Kurs zu neuen Höhenflügen zu verhelfen. Dabei sieht der Langzeitchart übrigens dem von Carbio ein bisschen ähnlich, obwohl die Firmen ja so unterschiedlich sind. Denn auch bei NIO ging es nach Börsengang erstmal etwas runter eine Zeit und dann folgte eine Rallye, die allerdings schon dort Ende 2019 begann und das bei rund 1,50 Euro je Aktie und erst nach einer Vervierzigfachung und über 60 Euro je Aktie auf dem Hype Mitte Januar diesen Jahres endete. In der Zeit wurde also wirklich Geld verdient bei den Anlegern. In den letzten Monaten wird aber auch NIO von der Realität etwas eingeholt. Was das Geschäft angeht, wachsen sie allerdings. Ihre Entwicklung kommen bei den Kunden und auch bei der Fachpresse gut an, aber die E-Mobilität selber hat in den letzten Monaten eben korrigiert. Chinesische Subventionen und Kaufprämien wurden in China gekürzt und auch die sonstigen Meldungen aus China und das Angreifen der Regierung in die Wirtschaft setzen den Kurs nochmal unter Druck. Und schaut man nur in den Chart der letzten Monate, könnte man wohl oder übel von einem Abwärtstrend sprechen. Aber genau darum geht es mir ja heute bei dem Video, nämlich bei den heißen Aktien eben nicht schon Highflyer zu zeigen, sondern Aktien, die jetzt gerade schwächeln und eben vor einem Durchbruch stehen könnten. Denn das kann ich mir bei NIO Story und vor allen Dingen bei dessen Produkten wirklich gut vorstellen. Aber ideal wäre es halt gewesen, wenn man da so 2019 davon gewusst hätte, ne? Also, weil jetzt hat man halt immer wieder der gleiche Chart wie der andere, wie ich da schon ausführlich beschrieben habe. Korrektur ist Korrektur. Und die Korrektur endet halt erst dann, auch rein technisch, ne? Wenn wir das alte Hoch wieder erreicht haben, ja? Also nicht vorher, ne? Alles andere ist nur reine Spekulation. Ja? Also man sieht jetzt hier gesehen, dann sind wir rauf auf 50 und jetzt sind wir wieder unten auf 35. Ne? Wir waren schon mal auf 35. Ja? Wer sagt denn, dass das nicht einfach nochmal so ein Squeeze war? Ein Short Squeeze? Ja? Und letztendlich hier nochmal die Leute, die Aktie eigentlich loswerden wollten und hier nicht losgeworden sind, hier nochmal, sagen wir mal, mit einem soliden Preis mehr oder weniger losgeworden sind oder loswerden konnten und dann die Shorts wieder übernommen haben und jetzt mehr oder weniger freie Fahrt nach unten haben, weil die, die noch kaufen oder Kasse machen wollten, ja, oder auch die Shorts, die hier Kasse gemacht haben, was auch immer, als alle raus sind, ja. Und es fast keinen mehr gibt, der jetzt die Aktie noch haben will, ja? Weil er hier eben schon enttäuscht worden ist und hier eben auch. Und dann sozusagen die Restmenge an Leuten, die hier quasi die Gewinne nicht mit, die keine Gelegenheit hatten, hier die Gewinne mitzunehmen, hier eben diese Gelegenheit nutzen konnten. Ja? Das heißt, dass das Ding halt runter geht nochmal auf 30, 20 oder was auch ich, wie viel Euro. Ich glaube es jetzt nicht bei NIO speziell, dass es auch ein bisschen sicherer ist wie die andere Aktie, weil da wird ja, soweit ich weiß, schon Gewinne und so weiter gemacht. Aber das Potenzial, also finde die Aktie ein bisschen besser wie die andere, rein vom Potenzial her. Die Analysten sehen NIO übrigens sehr positiv. Von 20 sprechen sich 16 für ein Kaufen und einer für Übergewichten aus. Ansonsten nur eine Gegenstimme und das mittlere Kursziel von 385,66 CNY, also Yuan, entspricht einem Dollarkurs von 60 US-Dollar je Aktie und ist gegenüber dem heutigen Kurs von knapp 36 US-Dollar sehr positiv. Ganz aktuell stufte Goldman Sachs NIO heute am 7.10.2021 auf Buy, was der Aktie gleich mal Schwung gab und ein Tagesplus von 7% ergab. Aber das sind natürlich wie immer nur Analystenmeinungen. Ergänzend wollte ich sie hier dennoch erwähnen. Vergleicht man aber mal den Kursverlauf zum Beispiel mit BYD, welche ja auch bei euch sehr beliebt ist aus dem Elektrobereich, so kann man schon sehen, dass BYD nämlich hier als blaue Linie dargestellt aktuell schon wieder im Bereich des eigenen Allzeithochs gehandelt wird und dafür NIO noch richtig viel Platz zu ihrem Höchststand hat. Also vielleicht auch ein positives Zeichen. Und dass sie wieder dorthin kommen können, dafür kann man eben einige Gründe finden. Das endlich marktreife Konzept mit diesem Batteriewechsel, der zusätzliche Imageaufbau mit ergänzenden Services und den NIO Houses und letztendlich auch die bereits erwähnte Qualität. Aber auch die Zahlen und das Wachstum lassen sich sehen. Zwar läuft NIO momentan auch noch im Verlustbereich, was aber durch das sehr kurze Bestehen und die hohen Anfangsinvestitionen und Entwicklungskosten natürlich noch verschmerzbar ist. Dafür steigern sie in vielen anderen wichtigen... Das Fahrzeug hat 650 PS und 850 Newtonmeter und bringt diesen Riesenkoloss in 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Die verbauten Kameras haben 8 Megapixel. Deutschland, wo wir ja eigentlich eher kritisch sind, so kann man schnell merken, wie gut anscheinend dieses Auto gelungen ist. Hier mal ein paar Fakten in Kurzform dazu. Über 5 Meter lang,
innen statt Kunststoff mal nachhaltige Materialien verbaut. Die Chips. Ist halt definitiv ein Tesla-Konkurrent, ne? Also das ist der chinesische Tesla. Neo, das ist ganz klar. Und von so gesehen sind wir natürlich noch weit unter dem Preis, was halt die Tesla-Aktie wert ist. Da ist wahrscheinlich noch sehr viel Musik drin in der Aktie. Aber ich würde jetzt nicht irgendwer überproportional dort investieren wollen, weil China hat immer natürlich auch dieses Geschmäckle, ja, des Kommunismus ist der dort, ja, dass die komplett unberechenbar alles ist auch und die da immer irgendwo ihre Finger mit drin haben. Also, jetzt gehen wir mal weiter, weil ich habe nicht so viel Zeit. Es ist immer noch NIO oder was? Ich dachte, da gibt es noch eine dritte Aktie. Was ist jetzt da die dritte Aktie? Und sich auch vorstellen kann, dass NIO eben mittelfristig vom weltweiten Markt angenommen wird, der kann dort eine wirklich potenzielle Kursrakete finden. Und auch ich persönlich habe mal eine kleine Position eröffnet, denn ich war wirklich beeindruckt von den Dingen, die ich bei der Recherche gefunden habe. Es gibt nämlich noch einiges mehr zu NIO, aber das würde den zeitlichen Rahmen des Videos hier sprengen. Wir hoffen aber, dass einige Infos für dich in Das die... waren nur zwei Aktien. Ich habe jetzt drei irgendwie erwartet. Ich weiß nicht, warum ich immer drei erwarte, weil die meisten immer sagen, hier, diese drei, diese drei, diese fünf. Immer drei oder fünf. Haben wir jetzt gedacht, das sind drei. Okay, das sind soweit meine Kommentare. Ich denke mal, dass natürlich das emotionalste Thema ist natürlich diese Umweltgeschichte, ne, mit Plastik und so. Wer an solche Firmen glaubt, der kann ja grundsätzlich mal schon deswegen hier investieren. Muss halt damit rechnen, dass die Kohle dann irgendwie weg ist oder dass halt nichts draus wird. Ansonsten, ja, cooles Video, alles top. Ich werde auch das hier unten verlinken und so, ne? Quellenangabe und alles. Kann man nicht meckern. Überhaupt auch die Aufmachung, die Art und Weise, wie es präsentiert ist. Ist auch ein stark wachsender Kanal, fast 100.000. Ich glaube, der hat den Kanal fast verdoppelt in den letzten 12 Monaten, soweit ich weiß. Ich habe den früher schon ein paar Mal gesehen. Macht er auf jeden Fall sehr, sehr gut und kann ich mir vielleicht auch noch ein Scheibchen davon abschneiden, wie er präsentiert und alles und recherchiert und so. Finde ich super. Also bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Ich schaue mich weiter um, was YouTube mir vorschlägt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, hau rein und noch schönes Wochenende oder eine schöne Zeit grundsätzlich. Und Daumen hoch. Wir sehen uns.